Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquarist. Ja, ich habe euch jetzt hier reingeholt, um euch zum einen mal ein bisschen zu zeigen, dass ich jetzt hier soweit alles aufgebaut habe, also alle Schränke, die man aufbauen kann, alle, ja, ich sag mal, Tische belegt habe. Dann hier auf der Seite zählt dann das Gleiche. So sehen die Sachen aus. Hier kann man zum Beispiel Zubehör auch noch mal kaufen mit Dekorationen und so weiter. Ja, und wir haben etwas Neues bekommen. Und zwar steht jetzt hier eine Kiste, Botschaft von Meeresforschern. Wir sind eine Gruppe von Meeresforschern. Sie wurden als Aquarianer empfohlen, der sich um alle Fischarten kümmern kann. Wir haben in bisher unerforschten Teilen des Ozeans eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und neue, bisher unbekannte Fischarten entdeckt, die vom Aussterben bedroht sind. Wir haben sie gefangen und zu ihnen geschickt, um ihre Populationen auf der Welt wiederherzustellen. Bereiten Sie das Aquarium für diese Fische sorgfältig entsprechend Ihren Anforderungen vor, die wir im Voraus festgelegt und unten aufgeführt haben. Da sie die einzigen Arten sind, die gefunden werden, und wenn sie sterben, stirbt ihre gesamte Art. Wenn sie brüten, verkaufen sie sie, um ihre Populationen auf der Welt zu vergrößern. Sobald eine ausreichende Anzahl von Fischen verkauft wurde, normalisieren sich ihre Arten wieder und sie können sie normal im Laden kaufen. Schlagen Sie die Truhe mit einem Hammer auf, um zu sehen, was Sie herausbekommen. Und dann wir glauben an dich. Super. Wir glauben an dich und viel Glück. Anforderungen: Salzwasser. Okay, das sollte ich mir vielleicht mal kurz aufschreiben. Ich weiß nämlich nicht, ob man das durchgehend sieht. Temperatur 20 bis 26. Und pH 6,6 bis 8,1. Okay, wir haben allerdings nicht mehr viel Zeit. Wir haben aber gar keinen Hammer, ne? Fällt mir gerade so ein. Können wir jetzt einen Hammer kaufen? Ah, Moment, da war es doch gerade. Ein Hammer, sehr schön. Und zack. Und mehrmals zack. So, legen wir den Hammer erstmal wieder zur Seite. Boah, ist der groß. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben jetzt hier Fische. Die können wir allerdings auch so aufnehmen. Okay, die müssen wir jetzt nicht unbedingt hier liegen lassen. So, die jetzt keine Luft bekommen und nichts. Die Frage ist natürlich, wie groß muss jetzt das Becken sein? Damit fängt es schon mal an. Und wie soll ich das machen? Weil ich habe hier nämlich gar keine Becken, wo ich Fische reintun kann. Das Problem ist, das ist ja halt so, ich glaube nicht. Oh, das war die falsche Taste. Ich glaube nicht, dass man hier noch ein zweites kleines Becken hinstellen kann. Nee, kein Platz. Ja. Ich will jetzt aber auch nicht die Fische hier rausmachen, die wir jetzt hier alle drin haben. Das ist jetzt ein bisschen, es ist wirklich blöd gemacht. Ich habe jetzt hier so viel drin. Was ist denn mit den Guppies schon wieder los? Die haben etwas Hunger, glaube ich. Das ist übrigens das, was ich die ganze Zeit gemacht habe jetzt. Die Guppies sind normales Wasser. Wo ist denn mein Zettelchen hier? Das habe ich fast vergessen. Ich habe mir das extra mal aufgeschrieben. Normales Wasser und Pflanzenfresser, genau. Das heißt, Fischwasser und Pflanzen, das ist gelb. Dann brauche ich das hier, weil ich habe da so oft Probleme mit gehabt, dass ich das nicht richtig unterscheiden kann. Da musste ich wieder ins Menü gehen und. Und so geht das einfach viel einfacher, wenn man das einmal aufgeschrieben hat. So, der Guppi, der ist aber nicht hungrig oder so. Ach nee, der hat jetzt auch. Der ist hungrig. Warum ist der noch hungrig? Machen wir mal eins mehr rein. Das heißt für mich, ja, jetzt sind die wieder alle glücklich. Okay. Nee, die Goldfische sind mal wieder nicht glücklich. Weil mal wieder zu wenig drin sind. Ach, immer diese Goldfische. So. Ab mit euch. Temperatur. Ja gut, die Temperatur, das ist immer das Problem bei den Goldfischen. Temperatur ist denen nie richtig genug. So, was haben wir denn hier? Wobei, ich hätte ja halt da nicht reintun sollen, aber naja.
Dr. Fische, denen geht es anscheinend gut. Jetzt gucken wir mal eben. Ja, doch, Futter geht auch noch. Also dafür, dass die hier einmal heute noch kommen und die Fische kaufen können, ist das okay. Der hat Hunger. Da sind auch wieder Guppies drin. Das heißt, das können wir dann wieder damit machen. Wieso habe ich hier eigentlich auch Guppies drin? Ich habe keine Ahnung. So, denen geht's gut. Faunaugenbuntbarsch. Was ist mit euch? Faunaugenbuntbarsch. Das ist der. Das ist ein Fleischfresser. Normaler Fleischfresser. Nein. Mach das doch mal da rein. So. Normaler Fleischfresser. Das ist das Rote. Das hier. Bevor die mir hier gleich alle verrecken, ganz schnell noch füttern. So, denen geht's immer noch nicht gut. Und zwar, weil wir zu viele Fische haben. Dann verkaufen wir doch mal einen. Dann geht es denen besser. Sehr schön. Ich muss mich allerdings sputen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Denen geht es soweit gut. Und was ist mit euch? Euch geht's mal wieder schlecht. Warum denn? Ihr habt Hunger. Ganz schnell auf die Schnelle. Ihr seid Fleischfresser. Okay. Dann nehmen wir Fleisch, Fleisch. Das ist die blaue Dose. Nein. Schnell gucken, dass ihr genug zu fressen habt. Wir müssen nämlich gleich eröffnen. So. Okay, perfekt. Dann machen wir das wieder weg. Ja, mit den Fischen muss ich da mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Aber ansonsten sieht es hier eigentlich gut aus. Dann können wir jetzt nur noch darauf warten, dass wir jetzt gleich 14 Uhr haben, in der Hoffnung, dass wir vielleicht genug kriegen, damit wir die 10.000 zusammen haben, weil dann könnte ich ja nochmal weitermachen. Was mir aufgefallen ist, wenn ich nur die Aquarien und die Fische zum Verkauf setze, das ist übrigens meine Schuld gewesen. Man muss hier nur verkaufe nur Fisch einen Haken reinmachen, sonst kaufen die nämlich die Dekorationen aus den Aquarien weg. Was unlogisch ist, aber was die tatsächlich machen. Da sah man jetzt schön, wie viel Zubehör jetzt verkauft wurde. Nein, das ist nicht euer Ernst. Ich hatte jetzt, letztes Mal hatte ich über 4.000. Ich hatte echt mit 4.000 gerechnet. Deswegen habe ich jetzt diese Runde gemacht, damit man es nochmal sehen kann. Zufriedenheit der Gäste aber immer noch bei 100% und 22 Besucher waren hier. Ja, mir sterben die Fische aber trotzdem jetzt unter meinen Dings ab. Das Problem ist, ich kann die auch nicht, man kann die jetzt auch nicht irgendwie im Laden kaufen, ne? Wahrscheinlich, wenn ich die einmal irgendwo gezüchtet habe. Na, hier sind sie auch nicht drin. Ich weiß nur, dass es Salzwasser ist. Temperatur, gut, pH-Wert. Moment, Salzwasser haben wir hier unsere Dings. Ach so, das ist auch schon wieder dreckig. Moment, da wollte ich nicht rein, ich wollte in die Heizung rein. Temperatur 26 Grad, das würde ja noch gehen. pH-Wert. Weiß ich nicht genau, wie das bei den Dings ist hier, bei den Seepferdchen. Bis 8,8. Das würde aber auch gehen. Da würde ich sagen, packe ich die doch mal hier rein. Keine Ahnung, ob die das überleben werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber denen geht es anscheinend im Moment noch gut. Gut, die Temperatur ist ein bisschen Maximum. Dekorationen sind denen ein bisschen zu wenig. Ja, pH-Wert ist denen eigentlich auch am Maximum, sage ich jetzt mal. Aber noch geht es denen gut. Noch. Dann machen wir hier mal mit dem Kameramodus einen gefakten Screenshot, weil ja leider immer dieses Aquarist dann da unten drin steht. So. Und hoffen wir mal, ja, dass das dann soweit gut geht. Hier haben sie gut zugeschlagen. Ja, und in der nächsten Runde werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall auf die 10.000 jetzt kommen.
Ach so, genau. Wir wollen ja hier, Moment. Wir wollen natürlich trotzdem, dass es hier gut aussieht. Das ist ja wohl logisch. Ja, ich würde gerne. Hallo, die ganze Seite ist dreckig. Wieso da? Ach so, weil das nicht drüben steht. Nee. Kann ich das nur bearbeiten, wenn es drüben steht? Aber drüben steht doch jetzt was dran. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Was drauf, meine ich. Das hatte ich, glaube ich, schon mal, ne? In der letzten Folge. Da musste ich das nach hier stellen. Oh nein, das ist nicht euer Ernst jetzt. Wie soll ich denn die Scheibe sauber machen, wenn ich da was draufstehen habe? Ich kann das ja auch nicht auf den Boden stellen, oder? Ich meine, man kann es mal probieren. Nee. Ich kann es nicht auf den Boden stellen. Ja, das ist ja richtig geil. Das ist richtig geil jetzt. Das heißt, ich kann es nicht sauber machen und genau in dem Becken habe ich jetzt die neuen Fische drin. Das ist wirklich, das ist echt super. Vielen Dank, Leute. Also nicht ihr natürlich. Ah, das ist doch echt Paletten-Doktorfisch. Der gehört auch hier zum Salzwasser. Die Frage ist, Temperatur ist normal. Und pH-Wert, denke ich mal, werde ich auch nicht so hoch haben. Sonst hole ich die. Das so. Bisschen Zeit habe ich ja noch. Sonst hole ich die hier raus. Ja, du doch nicht. Och. Also das passiert mir bei echten Fischen normalerweise nicht. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Da durfte ich die dann als Kind rausangeln, wenn mein Vater neue Fische bekommen hat. Ist das dein Ernst jetzt? Jetzt verstecken die sich extra unten, damit ich die dann nicht rausholen kann. So, komm her. Was ist mit dir? Gucken wir erstmal. Ja, zu wenig ist klar. Dem sind zu wenig Dekorationen da drin. Willst du mich veräppeln? Ja gut, Dekorationen könnte ich noch ein paar reintun. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Problem. Nur ich will jetzt auch nicht, dass die neuen Fische mir jetzt hier eingehen, nur weil das Becken dreckig ist und ich das nicht sauber machen kann. Warum bist du jetzt da reingeschwommen? Ich habe dich hier unten eigentlich gerade gefangen. Na komm. Na, so. Drei Stück waren das, ne? Sind die auch alle hier drin? Ja. Okay. Ihr wollt Dekorationen? Ihr kriegt Dekorationen. Beziehungsweise die einen wollen Dekorationen. Die anderen wollen sie nicht. Nehmen wir das. Jetzt darf ich natürlich nicht zu viel Geld ausgeben. Das, das, das. So. Machen wir die. Wo haben wir denn hier überhaupt noch Platz, irgendwas hinzustellen? Das. Da. Und da. Immer noch zu wenig Dekoration. Sag mal, ihr habt aber auch Ansprüche hier, ne? Okay, was ist, wenn wir hier nochmal so ein Ding reintun? Das ist natürlich jetzt wieder alles Geld. Ja, ich weiß. Aber es soll den Fischen ja an nichts fehlen. Jetzt sind sie glücklich. Jetzt sind auf jeden Fall genügend Dekorationen drin. Das ist in Ordnung. Ja, und bei denen liegt das gut im Mittelbereich. Ich denke mal, die werden sich auch ganz gut verstehen. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt nochmal ganz schnell. Ja, ich hätte auch lieber einen normalen Fotomodus, aber was soll ich sagen, ne? Wir können es halt nur so machen. So, wir haben dann noch 4 Stunden übrig. Hier hinten müssen wir nochmal auffüllen, ganz wichtig. Weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass dadurch ein wesentlicher Umsatz regeneriert wird. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man die relativ zu Beginn auffüllt. Okay, das kann man, glaube ich, nicht mehr auffüllen. Das sind ja meine. Das ist auch aufgefüllt. Die beiden hatte ich eben auch aufgefüllt. Okay, bis auf, dass ich das jetzt nicht sauber machen kann, was natürlich sehr blöd ist. Das ist natürlich nicht gut. Warte, das...
Leute? Hä? Wo hat er das hingetan? Da war ja vorher schon gelbes. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, übernimm den Auftrag. Drei ging zum Preis. Neuer Auftrag für einen Kunden. Was ist das denn? Ich habe gehört, dass Sie ein hervorragender Aquarianer sind und so jemanden suche ich. Ich wollte das Aussehen meiner Küche ein wenig verändern und dachte mir, ihr könnt mir dabei helfen. Natürlich nicht umsonst. Der Fall ist ziemlich heikel, weil ich gerne Piranhas haben möchte. Oha! Ich weiß, dass sie aggressiv sind, aber ich träume so viel von ihnen. Kannst du mir helfen? Das weiß ich nicht. Ich nehme das mal an. Oh. Ja, ich hätte das vielleicht am Ende des Tages annehmen sollen. Ich hatte auch schon die Vermutung, dass das jetzt passiert, aber ich hatte gehofft, dass es nicht passiert. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, um meine Bestellung auszuführen. Ich habe immer davon geträumt, dass sich meine Kücheninsel in ein Aquarium verwandelt. Ich mag exotische Reisen, also hätte ich gerne Piranhas drin. Ich bin begeistert, wie gefährlich diese Fische sind. Ja, wer ist nicht begeistert davon, ne? Würden Sie mir helfen, die alten Kücheninseln abzubauen und durch ein modernes Aquarium mit einer funktionalen Tischplatte und Piranhas darunter zu ersetzen? Die Auszeichnung geht natürlich nicht an Ihnen vorbei. Die Auszeichnung. Will sie mich jetzt dafür auszeichnen oder was? Okay. Die sieht irgendwie so maskulin aus. Also jetzt nicht wegen den Haaren oder so, sondern wie die da steht, auch mit den breiten Schultern und so. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn kaufen und heben Sie einen Hammer auf? Okay, machen wir das mal direkt nach Anleitung. Ich hätte natürlich den Hammer jetzt direkt mitnehmen können, aber durfte ich ja wieder nicht. Was ist das denn hier? Schwarzwasserbeutel. Wo ich vermute, das müssen wir jetzt auch noch benutzen. Ne? So, kaufen und heben. Achso, aufheben. So, zerstören Sie die Kücheninsel. Hallo, das ist so eine schöne Kücheninsel. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um den Hammer zu verwenden. Ist das euer Ernst? Kannst du doch nicht einfach zerstören. Kann ich hier noch mehr aus der Küche zerstören? Wenn ich gerade schon mal so im Zerstörungswut bin, kann man nicht direkt alles hier kaputt machen? Freut die sich doch bestimmt drüber. Neue, moderne Optik. Ah ne, da kann ich nicht hinlaufen. Okay. Nee, zerstören sie die Küchen. Hä? Ich glaube, ich soll die sogar... Nee. Hallo? Nur ich kann ja auch nicht hin. Irgendwas fehlt hier noch. Kann mir der vielleicht eins draufgeben hier? Nein, ich will hier raus. Hab natürlich... Ich Idiot hätte echt auf mein Bauchgefühl hören sollen. Moment, Moment. Aha. Wieso hat er das die ganze Zeit nicht angezeigt? Nur weil ich nicht das Terranfeld wirklich getroffen habe. Ja, super. Und das letzte darf ich jetzt nicht mehr. Hä? Drücke G, um zu kaufen, Platz für das Aquarium für 100. Ja, was auch immer. Ich weiß nicht, welcher Azubi da dran war. Moment, was steht da? Klicke auf... Nee, drücke J. Schütte Erde ins Aquarium. Welche Erde? Haben wir da irgendeine spezielle Vorstellung? Ich weiß nicht, was das mit dem Schwarzwasserbeutel ist, wobei das ja streng genommen keine Erde ist, ne? Ich weiß es nicht. Oh, was ist das denn? Das ist cool. Oder meinen die wirklich die, weil das hier ist ja sonst nur noch Dekoration. Ah, nee, Moment, hier war das drin. Ach, ich bin hier schon wieder am Suchen und am Machen und am Tun. Passend zur Küche, weiß ich nicht. Die ist recht hell. Ich weiß nicht, ob das schöner wäre oder das schöner wäre.
Ich nehme halt standardmäßig das, was ich immer nehme. Und ich brauche noch ein Schäufelchen. So. Die Frage ist jetzt, wie lange brauche ich jetzt, um das Ding zu füllen? Ah ne, sie haben Erbarmen mit uns. Das ist schön. Das ist sehr schön. Also es dauert genauso lange wie sonst auch, obwohl es natürlich mindestens doppelt so groß ist wie die großen Aquarien. Aber das haben sie zumindest gut gemacht, muss man ja mal sagen. Auch wenn die Azubis, bei denen die Texte geschrieben haben, sie können das, was sie machen sollen. So, schmeiß mal die Sachen dahin. So. Hey, was ist jetzt los? Ich will das wegwerfen. So, gieß Wasser ins Aquarium. Haben wir denn? Ja, wir haben eine Spüle. Das heißt, wir müssen uns wieder einen Eimer holen. Oh, ich weiß nie, was wo ist. Ganz ehrlich. Und das muss ich jetzt mit meinem Geld machen. Das ist doch... Mit dem Geld, was ich dringend brauche, um die 10.000 zu erreichen. Ich hätte diesen blöden Auftrag echt nicht annehmen sollen. Ich meine, kann natürlich jetzt sein, dass wir jetzt sehr viel bekommen. Das wäre natürlich ideal. Aber wir haben jetzt schon 500 knapp ausgegeben. Und haben noch nichts gemacht. Wir haben noch keine Deko. Wir haben keine Fische drin. Die Piranhas werden wahrscheinlich auch ziemlich teuer sein, nehme ich mal an. Ich hoffe nur, dass sich das einigermaßen lohnt. Ich meine, normalerweise macht man ja nichts, ohne dass sich das lohnt. Also sprich, ohne Profit dabei, so. Aber wie das bei mir ist, ob ich das auch so mache, weiß ich nicht. Platziere ein Thermometer. Thermometer, Heizung, Filter. Also erstmal das Übliche. So, da das hier ein Kundenauftrag ist, nehmen wir den günstigsten Filter, günstigste Heizung und günstigstes Thermometer, weil ich habe hier keine... Du sollst das nicht ausmachen, du sollst das innen machen. Hä? Hallo? Ach nee, das macht er... Oder? Moment, das muss ich nochmal gucken. Nee, er hat's... Doch, er hat es doch außen gemacht. Das sieht aus, als ob der das außen gemacht hat. Ich bin mit... Moment, Moment. So ist das unter Wasser, oder? Wenn das schwarz ist. Aber nicht komplett. Ich kann das nicht so runterziehen. Das ist das Problem. Wieso geht das hier in diesem komischen Becken nicht? Ah, Moment. Ah! Seit wann funktioniert denn da die Dingstaste? Das Mausrad. Das hat doch sonst nicht funktioniert, wenn ich das probiert habe. Ja, cool. So, ich habe aber keine Ahnung, was Piranhas brauchen. Lass mal erstmal die Heizung aus. Lass ein Piranha. Die brauchen normales Wasser. Und, ja, sagen wir mal 25 Temperatur ungefähr. 25, zack. So, dann kaufen wir uns, nee, dann kaufen wir uns Piranhas. 6 Stück stand da drin, ne? Oh, sind die teuer, ich hab's ja gewusst. So, 6 Stück. Ui. So, was brauchen die denn? Wir brauchen... Warum brauchen die mehr Temperatur? Ach so, weil die jetzt noch nicht hoch genug geht, oder was? Gerade ist das doch... Ja, 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 okay. Es war noch nicht hoch genug. Also, Pflanzen und Dekoration brauchen wir noch was. Ansonsten, der Rest ist soweit okay. Aber alles in diesem Bereich. Der Mooshintergrund, der sieht ja schön aus. Das Problem ist halt nur, es ist auch sehr teuer, ne? Einen nehmen wir trotzdem mal mit. Und den Rest versetzen wir jetzt hier mit Billigpflanzen. So. Oder wir können gar nichts reinmachen. Hä? Ach, das geht über das...
komplette. Ach so. Gut, hatten wir bisher jetzt auch noch nicht. Aber auf jeden Fall gut zu wissen. So. Jetzt gucken wir noch mal. Sind denen immer noch zu wenig Pflanzen? Wollt ihr mich veräppeln? Ah, hier sind die dann. Also hier auf den Tisch scheinen die neuen Sachen dann zu kommen. Bisschen mehr davon und ein bisschen Dekoration. Machen wir erstmal die Dekoration, weil die sieht man wenigstens. Das war normales Wasser, ne? Deswegen haben wir da jetzt natürlich wieder das Problem. Die ganzen Sachen hier sind alle nicht für normales Wasser. Muss ich mir jetzt hier 1000 von Steinen nehmen, ja? Ja, ist mir doch egal, ob das das Glas berührt oder nicht. Die können doch da reingeworfen werden. So. So, dann nochmal gucken. Dekorationen haben wir jetzt genug, aber Pflanzen fehlen halt noch ein bisschen. 22, 19, 17. 17 ist gut. Mal hier auch nochmal. Sie wollte jetzt nichts haben, was gut aussieht. Sie wollte einfach nur was haben, wo die Piranhas sich drin wohlfühlen. So, achso, platziere Deko-Elemente aus Holz. Mist, die habe ich jetzt natürlich vergessen. Das konnte man für beides nehmen. Na gut, das ist kein Holz, ne? Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Das ist. Wie nennt sich das? Ach so, Holz habe ich, glaube ich, die immer reingesetzt. Die waren auch, obwohl 28. Günstig waren die nicht, aber setzen wir mal rein. Zack, zack. Zack, kaufen und setzen Sie einen anderen Fisch in das Aquarium, um zu sehen, wie aggressiv Piranhas sind. Wollt ihr mich veräppeln? Oh nein, ich habe die falschen Pflanzen genommen, oder? Zu viel Dekoration. Ihr wollt mich jetzt verarschen. Ihr wollt mich jetzt wirklich verarschen. Zack. Okay, das reicht, wenn wir dann eins davon nehmen. Okay, dann nehmen wir jetzt noch einen anderen Fisch. Wen nehmen wir denn hier? Wir nehmen auf jeden Fall einen, der hier reinkommt. Ich würde gerne einen großen nehmen, aber die sind alle so teuer, obwohl der geht noch. Ja, dann viel Spaß im Piranha-Becken. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich mache das nicht gerne. Haben die den jetzt schon gefressen? Echt jetzt? Mit C und Z. Achso, um zu verlassen. Kaufen Sie einen Schwarzwasserbeutel. Okay, ich wusste, das kommt noch zum Einsatz. Und klicken Sie auf das Aquarium, um ein Schwarzwasseraquarium zu bauen. Was? Denken Sie daran, dass Fische, die nicht an Schwarzwasser angepasst sind, schnell sterben. Ja, da steht drin, ich soll das machen. Blackwater King. Blackwater ist cool. Sieht für mich jetzt nicht schwarz aus, aber ja. Kaufen Sie eine Arbeitsplatte, die an die Wand gelehnt ist, um das Aquarium zu schließen, wenn Sie denken, dass es vollständig fertig ist. Ist das die hier? Achso, ich dachte, das kippt jetzt hier einfach um. Okay, Moment. Dann machen wir hier vorne mal ein Erinnerungsbild. Das ist doch klar. So.
Belohnung für die Aufgabe. Wir haben jetzt nur noch 7.900. Und wir haben damit die 10.000 überschritten. Ja, dann war es doch gut, dass wir das gemacht haben. Auch wenn wir ein bisschen Probleme hatten. Vielleicht schneide ich das Ganze auch ein bisschen kürzer, weil es so lange gedauert hat, bis ich es dann doch rausgefunden hatte. Ja, dass ich gedacht habe, dass die eine Platte stehen bleiben sollte. Weil ich hatte das tatsächlich so gedacht, dass der Herd stehen bleiben soll, also diese Herdplatte, und auf der anderen Seite soll ein Aquarium kommen und nicht, dass die ganze Fläche mit einem Aquarium ausgefüllt werden soll. Die Piranhas haben wir jetzt auch bekommen. Die werden bestimmt noch Kunden anlocken, nehme ich mal an. Wobei ich weiß nicht, wie viele Leute die tatsächlich kaufen werden. Ich weiß es nicht. Vielen Dank, dass Sie meine Träume wahr werden lassen. Das Aquarium sieht wunderschön aus und meine Küche ist noch funktionsfähig. Ich freue mich sehr, dass Sie sich so gut darum gekümmert haben. Hier ist die Belohnung, die ich erwähnt habe. Du hast sie dir verdient. Ich finde es immer super, wenn man erst sie und dann du sagt. Piranhas on the Island. Noch eine Errungenschaft. Ah, okay. Achso, klicke auf die Tür, um zum Laden zurückzukommen. Kann ich hier Sachen mitnehmen? Ja, dann ist hier noch Dinosaurier Fossilhunter, Geschenk von einem Freund. Achso, um ein Geschenk zu halten. Dinosaurierpral. Wieder eine Errungenschaft. Hey, ich bin... wie geil. Kriege ich das, weil ich das Spiel habe? Also das habe ich tatsächlich. Und das würde ich auch sehr gerne aufnehmen. Dummerweise kann man immer nur ein Spiel nach dem anderen machen. Hey, ich bin ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Paläontologe und habe gehört, dass du deine ersten Aquarienladen eröffnet hast. Ich weiß, wie es ist, dein eigenes Unternehmen zu gründen. Also habe ich ein kleines Geschenk für dich. Dekorationen in Form eines Skeletts und neuer Pflanzen sind sicherlich nützlich. Ach du Scheiße, wie soll ich denn den ganzen Dinosaurier da reinkriegen? Oder ist der so klein? Um ihre Aquarien weiter zu diversifizieren. Ich hoffe, sie finden sie nützlich. Wenn Sie sehen möchten, wie meine Arbeit aussieht, kommen Sie zu mir, um Dinosaur Fossil Hunter zu spielen. Und wir suchen gemeinsam nach Dinosaurierknochen. Ich kann es noch nicht empfehlen, weil ich es selber noch nicht gemacht habe, aber ich bin wahnsinnig gespannt auf dieses Spiel. Und ich werde das auf jeden Fall auch noch hier im Channel hochladen. Deswegen seid gespannt, ich bin es auf jeden Fall. Ich habe noch so einiges im Petto, auch mit Förster, also irgendeine Förster-Simulation, mit einer Baustellensimulation, mit Hotelsimulation. Ich habe so viel im Moment. Oh, das läuft immer weiter, sehe ich gerade. Drücke G zu verkaufen. Ich kann ernsthaft ein Post-it, wo LOL und ein Smiley drauf sind, für 3 verkaufen. Mache ich doch. Kein Thema. Und ich kann eine Einkaufsliste oder sowas für 3 verkaufen. Super. Du brauchst vorher einen Platz auf dem Arbeitstisch, um den Auftrag anzunehmen. Ja, das kann ich jetzt im Moment noch nicht machen. Was ich aber jetzt mal eben ganz schnell machen werde. Ach, jetzt hat er das auf dem zweiten gespeichert. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Dass wir das Ganze eben abspeichern. Hat sich da jetzt irgendwas getan während meiner Abwesenheit? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, meinen kleinen Babys geht es immer noch gut. Haben die... Ach nee, das ist Wasser... Ja. Nee, ich habe beim Falschen geguckt. Okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass die eine Zeit hungrig geworden sind. Da haben wir eben alles aufgefüllt. Ich gucke zur Sicherheit nochmal kurz nach. Da ist auch alles aufgefüllt. Ja, bei euch tut mir leid. Ich kann das jetzt leider nicht verstellen. Ich muss mich dann echt mal darum kümmern. Oh. Warum ist da noch einer drin? Nein, warum ist da noch einer drin? Ich dachte, es waren 3. Hatten die schon Nachwuchs gemacht? Komm her, du Sau. Nicht da unten drunter schwimmen. Ah, wo ist denn jetzt? Nein, was macht der denn hier? Hol den! Hol den! Nicht den. Du sollst das machen in dem Moment, wo ich da draufklicke, Mann. Ich habe keine Zeit. Die Kunden kommen gleich. Alter. Du blöder Fisch, schwimm noch mal ein bisschen nach oben. Jetzt nimmt der den wieder nicht an. Ey, das ist doch nicht wahr, dass der denn immer die anderen Fische einsammelt. Du sollst nicht die anderen einsammeln, sondern den, auf den ich klicke. Wo ist der denn jetzt wieder hin? Kundschaft kommt. Leute. Das
ist nicht wahr. Aber jetzt versteckt sich diese blöde Sau wieder. Ich muss öffnen, Mann. Du sollst zu deinen Artgenossen. Jetzt mach schon. Du verreckst mir hier alleine. Oh, es ist echt nicht wahr. Was ist das für ein selten dämlicher Fisch? Ist ja schön, dass das ein Baby ist und alles, aber... Och nein! Och ja, dann verreck einfach, ganz ehrlich. So, wir haben 3588 verdient, 100% Zufriedenheit weiterhin und 22 Leute, die gekommen sind. Klick auf die Tür und kaufe eine Aquaristikausstellung. Das möchte ich gerne machen, kann ich jetzt aber nicht. Ich werde jetzt mal eben schnell auf die Pause drücken, weil sonst läuft das ja die ganze Zeit wieder. Weiter. Ich werde hoffentlich noch die Zeit haben, passiv diesen einen blöden Fisch da nochmal zu kriegen. Oder ich werde ihn einfach da verrecken lassen. Keine Ahnung. Sollen ja halt neue Babys machen. Ich meine, die großen konnte man ja noch einigermaßen nehmen. Aber da die unten so viele haben, wo die durchschwimmen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das auch schon öfter gemacht in diesen Aquaristikgeschäften, als ich klein war. Und ich hatte damit fast nie Probleme. Klar, wenn die unten in so eine Wurzel reingeschwommen sind oder so, da hatte ich dann schon Probleme, weil da kam ich nicht hinterher, logischerweise. Aber wenn die freigeschwommen sind, hatte ich da eigentlich nie Probleme mit. Und dass das jetzt so dramatisch hier ist, ja, dann soll der kleine Kerl einfach verrecken. Wenn er oben an der Oberfläche schwimmt, dann kann ich ihn besser rausholen. Das klingt jetzt fies, aber ich muss ja realistisch sein. Ich sag einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir uns dann an die Aquaristikausstellung ranwagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.